Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insurgency. Mit dabei ist natürlich auch heute wieder meine Freundin, die Frau Tactical Lady. Hallo. Und der Abonnent Darkwood Bo. Ja, und gemeinsam spielen wir den neuen Modus Survival of Market. Im Prinzip ist es eigentlich nur so lange wie möglich überleben. Dabei müssen wir immer drei Punkte einnehmen. Die Safe Houses, praktisch also die Sicherheitszone auf Deutsch gesagt. Und mit diesen Sicherheitszonen bekommt man erstens die Punkte, die man braucht, um Waffen zu kaufen, weil wir haben momentan nur eine Mosin. Und ebenfalls werden dann die ganzen toten Spieler wiederbelebt. Ja, das ist ein ganz spannender Modus, ist praktisch wie ein Horde-Modus aus diversen anderen Spielen, nur eben mit einem anderen Begriff, Survival. Und ich glaube, wenn ich das nicht alles täuscht, ist dieser Modus mit dem Nightfall DLC gekommen, was letzte Woche rauskam. Und jetzt kostenlos. Und ich bin tot. So, ja, Runde 1 haben wir nicht geschafft, heißt also nochmal von vorne anfangen. Ist also nicht ganz so einfach, das Spielmodus, wie ich gedacht hätte. Übrigens, ganz geiles Easter Egg, wenn man stirbt, sieht man unten einen Halloween-Kürbis. Also bestätigt sich meine Aussage von eben, ja, dieser Spielmodus Survival kam mit dem Nightfall DLC. Ja, was das hier ist, keine Ahnung, einfach so lange wie möglich überleben. Dabei den Amerikanern ausweichen oder wenigstens einfach was entgegenstellen, weil die haben nicht ganz die Taschenlampen. Heißt, man kann sie schon von Weitem sehen. Allerdings könnt ihr damit auch einen blinden, weil die Taschenlampen jetzt momentan, da ist einer ohne Taschenlampe, ich sag's gerade noch. Weil die Taschenlampen nämlich überarbeitet worden, genauso wie der Laserpointer, heißt auch, die blenden jetzt noch mehr. Was das ganze Spiel noch ein bisschen intensiver gestaltet. Ich will irgendwie aus dem Haus kommen, aber. Achso, es gibt übrigens auch eine Neuerung, was man vielleicht sagen soll, und zwar, wir spielen gerade auf einem eigenen Server, ja, der Tactical Viper Community Server, umsteht ganz groß bei Felunka Hosting, danke auf jeden Fall an den Felunka. Dazu gibt's noch ein Video, wenn das nicht schon gekommen ist. Und du bist gestorben, hab ich das Gefühl. Ja. Also für alle, die wissen wollen, wie man auf den Server drauf kommt, dazu gibt's noch ein Video. Hey, nein, ich bin schon der Letzte, ach nö. Also Ziel ist eigentlich jetzt, die Waffenkisten einzunehmen, also zu dem Safehouse D zu gehen, zu D, zu C oder E. Um halt wieder die Leute wiederzubeleben und halt mehr Punkte zu bekommen, um bessere Waffen zu kaufen. Und naja, so eine Musi mit einem Schuss, ja, wirklich Bombe, sag mal. Nicht. Du kannst noch eine, Pistole habe ich, ja. Zu holen. Ja. Oder Lol. Du stirbst. Ja, oder so. Ja. Ach, das ist ein Darkwood-Buff für ein schönes Bild. Ach, das ist, da unten sind die Körbe so links. Die sind wahrscheinlich mitten auf dem Marktstand irgendwo. Ganz böse und heimlich platziert. Ja, was man aber noch kaufen kann, neben dem M9. Man kann eine kostenlose Marke aufkaufen. Und was ist jetzt los? Nee, ich will nicht, ich will es nicht. Ich wollte diesen Spielmodus beenden. Ich will ein paar Szenen zeigen, Darkwood Boo. Das musst du respektieren. Ich gehe direkt runter. Ja, wäre wahrscheinlich besser, sonst hängt man fest. Ich glaube, ich gehe auf den Stand hier aber drauf. Ich bin runter. Also, ich bin einfach runtergesprungen. Ich bin auf das Dach von dem Stand gesprungen und einfach runter auf den Boden. Da rennt schon der erste Amerikaner. Sogar ein Treffer, Mensch, mit dem Dunkeln. Ja, Night Vision kann man sich noch nicht leisten. Wobei doch kann man eigentlich schon leisten, wenn man einfach sich die kostenlose Marke drauf kauft. Und dazu das Night Vision Goggle. Das wie? Glaube ich klappen. Oh. Ist schon das hoch? Ja, bin ich schon der Einzige hier. Ja. Okay, das war ein Kill. So, der Hansa-Pilz ist meiner Party beigetreten. Heißt also auf Deutsch, er ist ein Abonnent von mir. Wo ich es auch gar kenne. Warte mal, wo ist denn die Kiste? Hinten. Ja, Market im Dunkeln ist gar nicht mal so einfach. Der ist schon der Erste. Vielleicht fehlt mir sogar die Kürbisse. Ist ja ziemlich geil. Ja, Darko Bo, wir spielen gleich Ministry und Hand natürlich, aber erstmal den Spiel muss ich hier zeigen. Kriegst du nur so ein paar Szenen, ja, damit ihr wisst, um was es geht bei Survival. Werden wir sicher öfters noch spielen, aber. Ihr seht schon, das ist gar nicht mal so einfach. Im Prinzip muss man eigentlich nur auf die blauen Lichter schießen. Oder die bläulichen Lichter. Oder man stirbt einfach, indem einer keine Taschenlampe dabei hat. Ach, im Schnitt überlebt 1 Minute 51. Ja, ist auch eine gute Zahl, würde ich sagen. Der Rexter, auch drauf. Ich hab gerade doch hier eine Partyübersicht, habe ich, aber. Ich habe keine besseren Waffen, ne? Was böse ist das? Weil kann man ein Accessoire. Ah, das ist natürlich böse. Die Punkte
Und Flair kann ich noch kaufen. Die Punkte bei den Terroristen sind natürlich 3 bei der Nachtsicht, beim Nachtsichtgerät. Also ein Punkt mehr als bei dem Security bei den Amis. Was sie geklaut haben oder so, keine Ahnung. Kann ich denn die Flair abschießen? Ich hab die gar nicht dabei, lol. Frech. Also im Prinzip ist es wirklich ein Horde-Modus. Gegner werden ohne Ende und man muss halt eben einfach zum Punkt hinlaufen. Wenn so, zum Beispiel jetzt in dem Fall A, B und E. Man muss halt eben dort die Stellung halten, verteidigen, damit werden alle wieder respawned. So der Plan und man bekommt mehr Punkte. Dann einfach mal Darkwood Bo mal alleine. Wird schon irgendwie klarkommen. Oder es kommt keiner klar. Na, 3 habe ich doch erwischt. Oder 2. Die Taschenlampe ist so böse, ey. Ohne Mist. Ist doch nicht so nervig wie bei Battlefield. Aber sie ist trotzdem sehr böse. Guck mal, E. Ja. Ich renne mal zu A. Vielleicht klappt das sogar. Warte mal. Das sieht doch gut aus. Muss hoch. Ja. Ich weiß nicht, ob die Gegner wissen, wo ich bin und mich die ganze Zeit permanent verfolgen oder sie einfach auf gut Glück rumlaufen und dann irgendwann mal einen finden. Wow, Alter. Ich bin gerade erschrocken, ey. Alter. Wieder da. Alter, hab ich mich erschrocken. Ohne Mist. Ihr seid gerade alle auf mir aufgeploppt. Das sah echt gruselig aus. Ich kann AK kaufen. Mein Gott, ey. Ernsthaft jetzt? Ja klar, du kannst doch. Weiß nicht, hast du nicht keine Punkte bekommen? Nee. Oh, das ist auch frech. Nur Level 2. Oh. Oh. Das tut mir aber leid. Ja, was kannst du ja meine AK dann aufheben, wenn ich tot bin? Hast du dann ein paar Schuss? Wie, ich kann nicht um. Nee, nicht Schuss. Aber es muss zu einem anderen Punkt laufen. Also man muss die ganze Zeit permanent laufen, eigentlich. Geht. Und sich nicht abschießen lassen von irgendwelchen... Ich sterbe. ...bösen Amerikanern. Zwischen denen da hinten. Irgendwann hinten, wo ich gerade hingeschossen habe, müssen auch die Kürbisse sein. Vielleicht finden wir die nochmal. Ich muss ein Kollege. Ah, da war ja noch links von mir. Schön. Ja, mit meinem Tod ist auch die Runde vorbei gewesen. War sehr kurz. 5:0 steht für die Security. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns dann in dem nächsten Spielmodus wieder. In der nächsten Karte, in der nächsten Map. In dem nächsten Video von Insurgency. Bis dann.